So Leute, moin moin, willkommen zu Teil 4. Teil 4, mein neuer PC 2022. Ja? Die anderen drei Teile habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, weil ihr so lost seid und nicht mal meinen neuen YouTube-Kanal abonniert habt. So ein Ding ist das nämlich. Erstmal auf Zocker Live gehen und ein Abo da lassen, wenn ich das nicht gemacht habe. Die ersten drei Teile sind nämlich auf dem Kanal. By the way, wenn die Mikrofonqualität gerade Schrott ist, kann ich nie ändern. Ich habe alles gegeben, ich habe schon extra so ein Lavalier-Mikrofon jetzt hier dran. Ich weiß aber nicht, wie das ist, keine Ahnung. Vielleicht muss ich leiser reden, lauter, keine Ahnung. Da braucht man dann einfach eine vernünftige Kamera mit einem Richtmikrofon drauf, vernünftig. Aber kostet auch wieder 5000 Euro, ne? Vielleicht nächstes Jahr oder so. Jetzt erstmal der PC. Ja, auf jeden Fall, wer es ja nicht mitgekriegt hat vielleicht, in Teil 1 und 2 und 3 habe ich euch so ein bisschen mitgenommen hier beim Pakete auspacken. Weil ich habe ja natürlich alle Klamotten einzeln bestellt. Jetzt diesmal kein Fertig-PC. Das mache ich auch nie wieder. Das war die größte Scheiße, die ich jemals gemacht habe. Also wirklich, das haben zwar auch viele gesagt. Und mir war das auch vorher klar, dass Fertig-PC immer Schrott ist. Ne? Aber es ist halt wirklich Schrott. Das kann man nicht anders sagen. Es ist der letzte Müll. Was habe ich am Ende des Tages davon gehabt? Nach drei Tagen ging der PC ja schon nicht mehr an. Weil das Mainboard kaputt gewesen ist. Wisst ihr vielleicht noch, vielleicht nicht. Und wenn der mir gleich noch weiter hinten drauf fährt, dann macht ihr mal eine entspannte Vollbremsung, also haltet euch schon mal fest. Hier ist nämlich 50, ich fahre schon 60 und er fährt mir so nah hinten drauf. Finde ich schon wieder geil, Digga. Dann überhol doch mit dem Skoda oder was das sein soll und halt's Maul. Ich habe schon extrem viel bei den Unboxing-Teilen erzählt, wieso, weshalb, warum und wie und hier und was mit dem alten PC und so weiter. Ne? Habe ich da alles schon erzählt, deswegen will ich gar nicht mehr so viel labern, machen wir auch gar nicht mehr jetzt. Könnt ihr euch das ja gerne angucken und wenn nicht, dann halt nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg, den neuen PC abzuholen. Der ist nämlich heute endlich fertig. Wir haben es Ende März oder Ende Februar. Ich glaube, wir haben Ende Februar. Irgendwas mit Ende auf jeden Fall. Und irgendwie Anfang des Monats habe ich schon die ganzen Teile dahin gebracht. Und jetzt ist auf jeden Fall endlich mal fertig. Hat länger gedauert, weil ich, wie gesagt, ich kann es nicht also selber zusammenbauen. Vielleicht würde ich es schaffen, aber man baut auf jeden Fall nicht, wenn man das noch nie gemacht hat, direkt so ein, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro PC zusammen. Das macht man einfach nicht. Naja, Leute, auf jeden Fall, ich hole jetzt den PC ab. Den alten PC habe ich im Kofferraum. Den gebe ich direkt wieder ab, weil der alte PC, der wird nochmal fresh gemacht. Ne? Windows 11 drauf, alles löschen, pipapo, hast du nicht gesehen. Und dann kommt der PC ja zu meinem Moderator. Und ja, wie lange das dauert, weiß ich nicht, ist mir auch egal, ist ja nicht mein PC. Ja, ich bin gespannt, wie das Ding aussehen wird. Ich werde vielleicht, ich weiß noch nicht, ob wir den PC heute noch anmachen oder was, keine Ahnung. Werdet ihr dann sehen. Jetzt fahre ich erstmal dahin und dann gucken wir gleich mal weiter. Sonne blendet auch. Bis gleich. So Leute, ich chill noch ein bisschen hier mit Pfeife. Stößchen. Ja, Digga, das war echt ein anstrengender Tag. Vorgestern auf gestern war ich ja 24 Stunden wach, um meinen Schlafrhythmus zu fixen. Man kennt ihn, ne? Immer dieser Versuch, erstmal durchmachen, damit der Schlafrhythmus wieder läuft. Das klappt für ein paar Tage und dann irgendwann bist du wieder raus, ne? Aber egal. Durchgezogen. Und jetzt bin ich heute Morgen ja schon um 6 Uhr aufgewacht, habe ich ja bei Instagram gepostet, ne? Digga, ich bin so im Arsch, ne? Und dann zum PC-Laden hinfahren, PC abholen. Ich war auch so aufgeregt, ne? Ich konnte noch gar nicht richtig vernünftig reden, aber ich war einfach übelst aufgeregt, ne? Weil das ist schon für mich was richtig, richtig Geiles, ne? Guck mal, ich habe halt früher, habe ich halt auch nie einen PC gehabt, weil ich den einfach brauche, wofür, ne? Ich zock sowieso auf Konsole, wofür brauche ich einen PC, ne? Deswegen habe ich ja sowieso nie einen PC gehabt. Den PC habe ich jetzt eigentlich auch nur, ja, für euch quasi, ne? Also das ist eigentlich, ist das ja wirklich nur für euch, der PC. Ich persönlich brauche ihn ja gar nicht, ne? Aber es ist halt mega nice, weil ich kann euch damit die maximale Qualität liefern. Und das war für mich schon immer so, wenn man so ältere Videos auch guckt, ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen, jetzt fange ich schon wieder an zu labern hier. Wenn es ein längeres Video wird, dann ist es halt so, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich habe auf jeden Fall, sieht man auch in älteren Videos immer, ich wollte immer, dass die Qualität besser, besser, besser wird. So hoch, wie es halt nur geht, ne? Aber irgendwann stoßen halt die ganzen, ja, technischen Geräte an ihre Grenzen, ne? Wenn man jetzt hier für den Live-Kanal zum Beispiel Videos macht, also die Urlaubsvideos zum Beispiel, die waren übelst aufwendig, auch wirklich extrem, weil man ja so viel gefilmt hat und da muss man immer auch so
aus einer halben Stunde, Stunde Aufnahme immer, ne, ins Schnittprogramm packen und dann schneidest du da vielleicht eine Minute von raus, die gut ist. Ne? Oder hier zum Beispiel diese ganzen Unboxing-Videos, die wir jetzt öfter mal gemacht haben. Da ist halt das Problem, ich habe ja dann mit zwei Kameras aufgenommen und wenn du zwei Videodateien hast, die beide mit 4K 60 FPS laufen, da sagt der PC einfach nein, ne? Da kannst du halt nicht viel schneiden. Und das nervt halt einfach, ne? Auch wenn ich normale Videos schneide, wenn man mal viele Cuts hat, wo man viel reinzoomt, Übergänge, bla bla, dann schmiert halt der PC ab und deswegen halt der neue. Ich habe ihn jetzt mal hier hingestellt, jetzt können wir gleich nochmal gucken, weil, also das Gehäuse, mega nice, ne? Also ich habe echt, ich wollte eigentlich auch gar kein Gehäuse haben, ne? Aber als ich gesehen habe, dass die gar nicht mal so teuer sind, weil man so ein richtig gutes Gehäuse haben will, das ist echt nicht so teuer, ne? Das habe ich nicht gedacht. Deswegen habe ich mich dann doch für so ein Gehäuse entschieden, weil das ist richtig geil, das Ding, ne? Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Ist doch interessanter sogar noch, als ich dachte. Ich dachte erst, ja, so Gehäuse, was willst du da jetzt groß, ne? Das ist halt ein Gehäuse. Aber es ist mega nice, das ist richtig geil. Gucken wir uns gleich mal an. Ich muss noch ein paar Züge hier. Ich bin voll tot, ne? Hier ist halt die Frontseite und hier wird man am Ende halt die Technik sehen. Das Coole bei dem PC, das hatte ich aber beim alten auch schon, das Glas hier, das ist halt so leicht getönt. Ne? Das ist halt cool. Hier sind auch übrigens noch überall die Folien drauf. Können wir gleich mal abziehen. Und der PC hat auf allen Seiten Glasscheiben. Ne? Das ist halt cool. Nicht nur auf der Seite, wo man halt das Innenleben sehen kann, sondern auch hier vorne auch Glas. Und auch richtig geil hier oben. Man sieht schon an der Folie, auch Glas. Ne? Das ist richtig geil. Das Coole ist jetzt halt, man kann jetzt einfach die Glasplatte rausnehmen, wenn man hier mal sauber machen will. Einfach nur ziehen, das nur so reingeklipst auf beiden Seiten. Zack, zack. Und dann kann man jetzt hier die Glasplatte so rausnehmen. Zack. Das Coole an dem Gehäuse ist nicht nur das Glas, sondern auch diese ganzen Gitternetze hier. Das hier oben ist tatsächlich ein bisschen grobmaschiger. Ist aber auch egal, weil hier oben saugt er ja keine Luft an, sondern pustet die eh nur raus. Also das Gitter, das muss man jetzt auch nicht unbedingt hier drauflegen. Aber ich mache es trotzdem, weil bei mir ist es sehr staubig. Und damit, wenn hier von oben was reinkommt, dass es einfach so ein bisschen hier am Gitter dann hängen bleibt und nicht direkt hier unten in den PC reinläuft. Ne? Vorne genau die gleiche Geschichte. Kann hier auch einfach ziehen. Zack, zack. So, tun wir es mal zur Seite. Und hier sehen wir auch schon, ist auch ein Gitter davor. Weil hier wird natürlich dann die Luft reingesaugt und dann halt hinten raus und oben raus wieder gepustet. Ne? Plus hier hinten pustet er auch nochmal Luft raus, kann man vielleicht gleich nochmal sehen. Und das Geile ist einfach, hier ist auch einfach so ein Gitter magnetisch, ne? Zack. Das ist einfach magnetisch. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen feiner hier, ne? Zum Vergleich, es ist wesentlich feiner als ein Fliegengitter von eurem Fenster zu Hause, ne? Ja, das ist wirklich richtig gut. Das brauche ich auch hier, weil das bei mir so staubig ist, ne? Und halt wegen der Shisha, die ganze Asche und so. Das ist halt richtig geil, kann man immer schön sauber machen dann. Mal schnell zur Seite hier. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt seht ihr auch schon, wie viele Lüfter hier sind. Das ist echt krank. Grafikkarte auch richtig. Also, das sieht einfach geil aus, ne? So, nochmal kurz umgedreht. Das ist jetzt halt die Rückseite. Das Coole ist, das habe ich auch echt noch nie gesehen. Die komplette Rückseite, ne, ist komplett aus Glas. Das ist halt richtig krank, ne? Also das ist echt krass hier. Ne? Jetzt könnt ihr das auch sehen. Ne? Hier ist halt so eine Metalltür und da ist dann halt ein Kabelsalat drin. Ne? Ah, Folien ab. Das war echt scheiße, mit einer Hand die Kamera hier so zu halten. Aber da seht ihr auch, dass die Scheibe ist halt wirklich durchsichtig, ne? Richtig geil. Richtig nice. Ach, hier ist auch noch was drauf. So, ich mache das mal alles fertig und dann gucken wir uns gleich mal an, wie es aussieht, wenn es angeschlossen ist. Ich bin mega gespannt, Alter. Das wird richtig geil werden, Leute. Hier können wir jetzt noch die Folie, ah, der wieder spiegelt, ne? Noch die Folie mal abziehen hier vorne. So. Boah, Bruder. Alter, das ist halt wirklich original wie ein Spiegel, ne? Junge, was ist da los? So, hier jetzt auch noch. Oben habe ich glaube ich schon. Ne? Alter. Also, hier muss ich halten. Und dann... warte mal, nee, warte mal. Am besten eben stehen, ne?
Oder? Na, scheiß drauf, wir wollen jetzt die Perspektive. Ich brauche jetzt die beste Perspektive hier. Oh, Leute, ich bin gespannt. Und Abfahrt. Ach, warte mal, ich muss den Strom noch einstellen. Oh, das gibt's ja nicht, ey. So, Leute, jetzt aber Abfahrt. Oh, oh, was ist denn da los? Bruder. Alter. Alter, das ist schon maximal geil, ne? Digga, ich hab noch nie so einen krassen PC gehabt, ne? Oh, hier, Zocker, habt ihr gesehen? Ah, okay, Windows ist halt Windows 11, ne? Aber muss ich ja noch einrichten, alles muss alles auf schwarz sein. Warte mal, jetzt ist aber, ich mach mal die Bildschirme nochmal eben aus. Kann man ein bisschen besser gucken. Also, wir haben hier oben die Lüfter, hier an der Seite die Lüfter, hier die Lüfter, hier vorne. Und jetzt kann ich auch zum ersten Mal von vorne meine Lüfter sehen. Digga, das sieht so geil aus. Gucken wir nochmal von oben. Oh, hier oben auch, Alter. Das sieht so... Alter, leck mich. Guck dir das an. Alter, scheiße. Brudi. Man sieht es ja sogar von hier. Ach du Scheiße. Leck mich fett. Digga. Bro, was ist hier los? Ey, das ist doch krank, ne? Digga, ist das krank. Leck, Junge. Das gibt's nicht, ey. Junge, das ist komplett vom anderen Stern. Yo. Und hier die, das LCD-Display, Alter. Der PC ist auch absolut leise. Wir haben jetzt 13 Lüfter. Vorher hatte ich 4 Lüfter oder so. Der PC ist gefühlt leiser als der alte, Alter. Brudi, die Grafikkarte leuchtet auch auf dem Logo hier oben. Könnt ihr das sehen? An dem MSI-Logo da oben leuchtet es auch. Und alles spiegelt sich auf der Grafikkarte so, weil die halt so silber ist, ne? Das ist so krank, Leute. Ey, Leute, ich bin echt geflasht, Mann, ohne Scheiß. So, Leute, jetzt ist schon wieder 2 Tage später. Ja, es sind jetzt schon 2 Tage später, Digga. Ja, ich musste an dem Tag, wo ich aufgenommen habe, erstmal was essen. Ich habe so Hunger gehabt. Und man kennt es ja nach dem Essen, Digga, man ist so müde. Und weil ich ja auch so lange schon wieder wach gewesen bin, Digga. Deswegen ist jetzt heute schon 2 Tage später. Gestern den Tag habe ich dann damit verbracht, den PC komplett einzurichten noch. Das heißt, alle meine Daten wieder drauf machen, Programme installieren. Alles, was immer Treiber, alles, was gemacht werden muss halt, ne? PC läuft jetzt perfekt. Habe auch schon ein paar Tests gemacht. Also der PC, Digga, das ist der absolute NASA-PC des Todes, Alter. Ohne Scheiß jetzt, ne? Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an die Instagram-Story erinnern, die ich ja mal gemacht hatte. Weil als ich jetzt am Ende der letzten Wochen auf den PC gewartet habe, habe ich mir gedacht, so ja komm, dann streamst du halt einfach jeden Tag da ein bisschen Farming so, weil ich voll Bock hatte auf das Game auch. Ne? Und ja, ging aber nicht. Ging einfach nicht mehr. Nach ein paar Windows-Updates ist es irgendwie noch alles noch schlechter geworden bei dem alten PC. Ich sag mal, sonst war das vorher bei einem Stream so, dass die Grafikkarte zu 80% ausgelastet ist. Nur im Stream. Zocken tue ich, wie gesagt, immer noch mit Konsole, ne? Nicht vergessen jetzt. Nur der Stream 80% Grafikkarte ausgelastet. Und nach den letzteren Windows-Updates irgendwie, warum auch immer, ist die Performance einfach nach unten gegangen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das hab ich ja bei Instagram gepostet, mitten im Stream. Du konntest einfach nicht streamen, weil es nur geleckt hat, weil Grafikkarte war zu über 90%, fast zu 100% teilweise ausgelastet. Man konnte einfach nicht mal mehr streamen damit, ne? Gar nichts. Aber sonst vor dem Windows-Update, wie gesagt, war es auch halt schon an der Grenze, weil bei 80%. Ja, mit dem PC... Das ist so krank, Digga. Ich habe damit gestern einen Test gemacht. Und zwar habe ich in den unsichtbaren Kanal im Discord gestreamt. Kommt das gleiche raus, wenn ich bei Twitch streame, verbraucht die gleiche Leistung. Ich wollte mal gucken, was geht so noch, ne? Und wie läuft das? Wie ist die Auslastung, ja? Ich weiß nicht, ob ich Bilder gemacht habe, keine Ahnung. Wenn ja, werde ich die mal einblenden. Digga. Also, ich mache den Discord-Stream. Die Grafikkarte war zu, ich werde es einblenden. Ich glaube, die war so zu 30% ausgelastet. Ne, da habe ich kein Bild gemacht. Aber die war so zu 30% ungefähr ausgelastet. 25, 20, maximal 30 war in der Spitze. Dann hatte ich noch, weil ich wollte es mal ein bisschen ausreizen, was noch geht. Habe ich gleichzeitig... Den Stream habe ich laufen lassen und habe gleichzeitig eine Aufnahme gemacht, eine Spielaufnahme. Normalerweise macht man das nicht beides zusammen, zumindest ich nicht, weil ich mache halt alles in der höchsten Qualität, ne? Das heißt, du nimmst entweder was auf für YouTube, machst eine Aufnahme oder Stream. Beides, das geht halt nicht. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn der so wenig ausgelastet ist, ich mache noch eine Aufnahme. Ich starte die Aufnahme
Da hat sich fast nichts getan. Das ist total lächerlich, Digga. Und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mal gucken, was hier noch geht, ne? Dann habe ich mir noch zwei Livestreams auf Twitch angeguckt, hatte noch meinen Tippi-Stream offen, hatte noch Spotify aufgemacht, hat mir noch ein Bild hier aufgemacht. Wie gesagt, also wir hatten dann Stream, Aufnahme, Spotify, irgendein Bild war offen. Bei Google hatte ich Tippi-Stream auf. Zwei Livestreams habe ich mir angeguckt. Da war die Grafikkarte irgendwie zu 60% ausgelastet. Und die CPU zu, sagen wir mal, 30%. Ich werde es jetzt, wie gesagt, einblenden. Es ist so lächerlich. Und die Temperaturen, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Wer sich mal beschäftigt hat mit den Prozessoren, die Alder Lake-Prozessoren, vor allem der i9-12900K, der ja auch drin ist, der verbraucht ja teilweise, wenn er Bock hat, 240 Watt. Und zur Info, für die Leute, die sich noch ein bisschen mehr auskennen, ich habe natürlich im BIOS eingestellt oder einstellen lassen, dass erstens mal Arbeitsspeicher auf volle Pulle läuft, XMP-Profil geladen und für die CPU kannst du auch quasi so ein, die kannst die Limits aufheben, ne? Dass er quasi so viel Leistung sich reinbuttern kann, wie er gerade Bock hat. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, der Prozessor kann machen, was er will, der kann so viel Strom verbrauchen, wie er will. Und wer sich jetzt auch wieder hier nicht so gut auskennt, je mehr Strom du mit irgendwas verbrauchst, umso heißer wird das logischerweise, ne? Deswegen ist natürlich immer gut, wenn die Sachen nicht so viel Strom verbrauchen, so ein Prozessor oder so, ne? Weil dann wird der auch nicht so warm. Und bei den Alder Lake Prozessoren, speziell bei dem, gibt es anscheinend auch richtig Leute, die übelste Kühlprobleme haben mit dem Ding. Selbst im normalen Betrieb oder wenn sie nur irgendwas nicht so anspruchsvolles schon starten, ist schon krank. Und ich habe halt wirklich, Digga, ich habe einen Stream, eine Aufnahme und alles, was ich gerade gemacht habe. Und die Temperatur, Sie sehen jetzt hier, ist bei 34 Grad vom Kühlmittel. Und das Kühlmittel war da bei 38 Grad. Der Prozessor war bei ungefähr 60 Grad, meistens eher sogar 55 Grad. Das ist doch nicht normal. Das ist der absolute NASA-PC. Junge, bei den ganzen Sachen, die ich da gemacht habe, könnte ich sogar nebenbei noch auf dem PC zocken. Das würde den ja auch nicht mehr jucken. Es ist so krank. Das wollte ich auch von mir loswerden. Guck, das hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte ich es gestern das Video zu Ende aufgenommen noch, hätte ich es ja gar nicht gewusst alles. Es ist so krass. Also, dass das so ein heftiger Unterschied wird, habe ich nicht gedacht. Ne? Ohne Scheiß. Ich habe natürlich schon die Beleuchtung so eingerichtet, wie ich die haben will. Das zeige ich euch gleich. Aber natürlich wollt ihr wahrscheinlich erstmal wissen, was der ganze Bums jetzt gekostet hat. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Ich habe mir das nicht zusammengerechnet. Ich habe aber die einzelnen Preise mal aufgeschrieben. Wer Bock hat, kann das ja für sich selber rechnen oder was, ne? Aber ich will das einfach nicht wissen. Es ist besser, wenn man es einfach nicht weiß, glaube ich. Also, das Gehäuse war 200 Euro. Die Preise sind immer so aufgerundet oder abgerundet, ne? Das Gehäuse war jetzt 199, habe ich aufgerundet. 200 Euro Gehäuse. Netzteil sind auch 200 Euro. Mainboard 400 Euro. Die CPU habe ich ein bisschen teuer gekauft, weil das ist halt einfach so, du kaufst heute was, morgen ist es billiger, übermorgen ist es noch billiger, in zwei Wochen ist es wieder teurer. Ne? Ich habe es leider teuer gekauft, die CPU habe ich bezahlt, 650 Euro bekommst du heute schon für ein Fufi oder für ein 100er weniger. Dann haben wir die AIO, die Wasserkühlung, die war natürlich extrem teuer. Das liegt aber auch an dem LCD-Bildschirm, ne? Der ist aber auch mega geil. Das werdet ihr gleich nochmal sehen, wenn ich meine Konfiguration einschalte. Ich habe auch noch ein paar coole andere gemacht, das können wir uns gleich nochmal kurz angucken. Also AIO 300 Euro, alle Lüfter zusammen. Also auf der AIO oben waren ja schon drei Stück drauf. Zusätzlich habe ich ja nochmal 10 Lüfter gekauft, das sind 330 Euro gewesen. Das heißt, wir haben insgesamt 13 Lüfter da drin. Dann haben wir die Festplatten. Ich habe nur noch NVMe-SSDs drin, keine normalen SSDs und HDDs schon gar nicht mehr. Da war eine mit 1 Terabyte 170 Euro, die andere hat 2 Terabyte 310 Euro. Der Arbeitsspeicher, den habe ich jetzt mal in Klammern gesetzt, weil den habe ich auch schon in meinem alten PC drin gehabt. Den braucht man nicht neu kaufen, der ist schon absolut krank, da habe ich damals schon richtig gut investiert. Ich habe damals auch extrem viel Geld bezahlt dafür. Der hat 650 Euro gekostet, der Arbeitsspeicher. Ja, das kannst du echt keinem erzählen, ne? Lustigerweise, ich dachte, jetzt ist der mittlerweile vielleicht mal günstiger geworden. Ich habe mal aus Spaß geguckt, wenn man diesen Arbeitsspeicher jetzt bei Amazon kaufen möchte, der kostet 720 Euro. Ja, alles klar. Ich habe 650 bezahlt. Machen wir, wie gesagt, mal in Klammern, weil den habe ich ja jetzt nicht nochmal extra gekauft.
Dann ist da drin noch eine Capture Card von Elgato. Die hatte ich natürlich auch schon vorher. Die war bei 250 Euro. Ich habe das jetzt einfach trotzdem mit reingenommen, weil wer wissen möchte, was der PC für einen Wert hat, kann man sich das so zusammenrechnen. Ja, dann kommt natürlich die Grafikkarte, Digga. Das war das teuerste. Ich glaube, die Grafikkarte kostet nochmal so viel wie der ganze Rest. Keine Ahnung. Die Grafikkarte war bei 3600 Euro. Ich habe da schon genug zu den ganzen einzelnen Teilen, ja, wie gesagt, in den anderen Videos erzählt. Also wer nochmal wissen möchte, was genau drin ist und wieso, weshalb, ich habe ganz viele Sachen noch erzählt, so Randinformations noch, kann sich gerne die einzelnen Teile von den PC-Teilen noch angucken. Die sind ja auf dem Zocker Live-Kanal. Ich werde die ganzen Videos, das sind drei Stück, gehen jeweils so 10-15 Minuten. Die werde ich euch mal in die Videobeschreibung packen, wer die verpasst hat. Könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. Ich werde aber auch nochmal die ganzen Teile in der Videobeschreibung verlinken. Dann muss der ganze Bums natürlich auch noch zusammengebaut werden. Das habe ich natürlich nicht selber gemacht. Als Anfänger baust du keinen PC zusammen, der über 5000 kostet oder was. Ne? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Der Einbau hat leider auch nochmal 400 Euro gekostet. Da ist aber schon Windows 11 mit dabei. Und es hat natürlich auch ein bisschen länger gedauert, weil ich wollte wirklich alles schön verkabelt haben, dass es nicht so ein Kuddelmuddel am Ende des Tages wird. Und es sieht halt auch einfach richtig nice aus, oder? Ja, teure Geschichte. Aber ich sag da jetzt auch nicht mehr viel zu, weil ich habe wirklich in den anderen Videos ganz viel dazu erzählt. Wenn euch das interessiert, guckt es euch an. So, und ich würde sagen, zum Abschluss zeige ich euch nochmal meine Konfiguration. Die kann ich jetzt direkt schon mal einschalten. Zack! Das sind natürlich genau meine Farben. Ihr kennt meinen Hintergrund. Blau und Violett. So sieht's aus. Richtig nice. Ich zeige es jetzt nochmal von nahem. Einfach mal nur zum Spaß, habe ich noch ein paar andere Konfigurationen gemacht. Die sind auch übelst nice. Ich habe zum Beispiel mal eine Batman-Konfiguration gemacht. Die sieht jetzt so aus. Ich weiß halt leider nicht genau, warum da jetzt die Farben so nicht, ja, die sehen nicht knallig gelb aus. Aber glaubt mir, das ist wirklich absolutes Quietsche-Gelb. Aber das kommt jetzt irgendwie im Video gar nicht so rüber. Irgendwie hat das iPhone Probleme mit Gelbtönen oder was, ich weiß nicht. Ganz komisch. Ist richtig Quietsche-Gelb auf jeden Fall, müsst ihr euch vorstellen. Oder wer Joker-Fan ist, auch nochmal eine Joker-Konfiguration. Sieht dann so aus. Ja, so Leute, das ist auf jeden Fall jetzt mein neuer NASA-PC. Ja, was soll ich sagen? Mehr gibt es nicht zu sagen. Schreibt mal rein, welche Konfiguration euch am besten gefallen hat. Also ich finde es mega nice. Aber natürlich mache ich halt wieder die Zocker-Konfiguration rein. Ist halt meine Farbe, ne? So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall euch freuen auf viele neue Videos. Natürlich muss ich erstmal noch ein bisschen wieder reinkommen. Ich muss ein paar Sachen vorproduzieren. Und ja, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, ein paar Tage oder eine Woche vielleicht auch. Aber jetzt kann ich wieder schnell schneiden. Ich bin auch mal gespannt, wie schnell ich mit dem Video hier, was ich jetzt aufnehme, wie schnell ich das schneiden kann mit dem neuen PC. Ich werde euch einen angepinnten Kommentar schreiben unten. Das wird richtig krank, glaube ich. So, lasst euch gut gehen. Macht's gut. Haut rein, neue Zocker. Ciao, ciao. We'll be right back.